So, aber es ist wichtig, wenn wir jetzt in das Haus reingehen, ja? Was hast du denn da? Was? Ja. Warum hast du eine Mütze auf? Weil wir in das Haus jetzt reingehen? Wenn wir nachher gleich in das Haus reingehen. Mhm. Ich bin ausgerüstet. Ich habe einige weitere Untersuchungen durchgeführt. Sieht aus, als wäre der Name des Geistes Paul Thompson. Dieser Geist scheint nur auf Personen, die allein sind, zu antworten. Oh, nee. Sprechen Sie den Namen des Geistes aus, um ihn zu verärgern und ein paar übernatürliche Ereignisse zu bekommen. Ziehen Sie oft das Journal zu Rat. Vergessen Sie nicht Ihre Weisheit auf letzte Zeit. Okay, oh, gut, schon wieder das Haus. Wollen wir alle rein? Nee. Hä? Aber das andere Mal... Aber... Hä? Egal, geh. Aber das letzte Mal hieß der anders, oder? Ja. Das ist ja irgendwie Wilson oder Robinson. Hat der den Schlüssel mitgenommen? Ja, ich hab ihn natürlich mitgenommen. So einer hat mitgedacht. Ah ja. Hat jemand das Feuerzeug? Ich gehe mal in den Van. Kommt einer mit? Was sind die? Marie ist irgendwie leicht genervt heute. Ich bin nicht genervt, ich fange an zu zittern. Schon wieder? Ja. Nein. Ist ja noch gar nichts passiert. Okay, pass auf, wir brauchen den. Wer hat den EMF-Hüder? Ich hab einen. Ja, macht mal bitte, guck mal, wo Aktivität ist. Wir brauchen erstmal Aktivität. Bis jetzt noch gar nichts. Gut, könnt ihr mal hier im Schlafzimmer gucken, bitte? Komm mal, bleib mal bitte da drin, wegen der Taschenlampe. Nein, hier ist nichts und wir müssen mal langsam in den Wärme zu gucken, wie viel Zeit noch ist. Kann mal einer mit dem EMF-Hüder reinkommen? Ich muss mal eben nach draußen ganz flott. Na, hoffentlich muss nichts anderes nach draußen ganz flott. Also, hier zeigt er nichts an. Okay, da ist noch eine Tür, hier ist noch eine Tür. EMF-Reader ist cool, oder was? Ja, alles cool, kein Ausschlag, nix. Ausschlag 10, Ausschlag 10, Ausschlag 10. Was, wo? Der ist bei euch im Raum. Mein Reader sagt nichts an. Nee, bei mir doch, nix. Sagt mal was, sagt mal. Wie heißt der? Paul Thompson. Paul Thompson, bist du hier? Ausschlag, Marie? Nein, null. Nee. Puppe. Okay, hier ist auch noch ein Schlafzimmer. Guck mal hier mit den EMF-Reader rein. Ja. Also kein Ausschlag. Oh, hier liegt ein Knochen. Oh. Oh, fotografieren. Und mitnehmen. Mitnehmen, der muss. Ja, hier Moment. Hier war Knarzen, Leute. Da gerade Fotoapparat. EMF-Reader. Hallo, wer hat den EMF-Reader? Ja, der ist hallo, wer hat den? Hallo. Hast du nochmal geguckt, den. Marie, im Bus? 10 Grad oder? Hat sich erledigt, war 10 Grad. Ich hab mich vertan, Entschuldigung. Ah, ja. Oh mein Gott. Hier ist ein Spiegel kaputt. Wo ist der Spiegel kaputt? Da. Der ist ganz bei mir. Nein. Ach nee, der ein bisschen kaputt, ja. Ausschlag. Das war ich mit dem Radio. Marie, ruhig bleiben. Nee. Für sie, wo bist du? Oh, lol. Was macht er denn? Ich bin hier im Raum. Guck mal, ich hab da was gefunden. Was ist das da? Ist das ein Insektenspray oder? Knarzen. Wir müssen mal schauen. Also da, wo wir diesen Ausschlag hatten von 10, könnten wir ja eventuell... Lass uns mal hochgucken, aber da könnten wir ja eigentlich die Kamera aufstellen. Wir haben eine Gefriertemperatur gefunden. Ne? Wo? Die haben wir ja fertig, wo ich mit dem Dingens da dran war. Okay, welcher Raum war das? Das war die Küche. Wieder auf 2. Paul Thompson, bist du hier? 6. Ja, schwankt zwischen 6 und 4. Und ihr müsst alleine im Raum sein mit dem Geist. Der redet mit nur einem. Dann geh mal Freeze und ich raus und dann red nochmal. Hier ist die Kamera. Wie hieß der Geist nochmal? Paul Thompson. Ich merke den Namen auf null, Alter. Aber ich seh ihn, der steht vor mir. Ah! Wo? Der knurrt mich an. Wo? Foto, mach ein Foto. Ich hab keine Kamera, lass mich raus. Der steht an dem Tino Ding. Hat die Kamera. Geh weg. Wo war Ecke, der? Linke Ecke. Da, wo du stehst! Da! Hier, und hat geknurrt so. Ja gut, geht mal raus. Oh, scheiße, ich stell die Kamera immer auf.
Nee, ich hab sie nicht. Ich hab sie, aber ich will sie irgendwo hinstellen. Ja, hier. Seh dich nicht. Oder hinten auf der Werkbank. Stell sie hin. Schnell hier auf die Werkbank stellen. Das kribbelt so im Bauch. Oh, Alter, ich krieg auch schon wieder. So, steht. Steht? Ja. Ist hier ein? Marie, siehst du was? Nein. Sie ist nicht an. Oh, ich hab's aber angemacht. Meine Taschenlampe flackert, das ganze Haus flackert. Überall flackert. Oh, nein. Oh, Alter. Oh, nein. Wo? Ich seh ihn. Bonnie ist tot. Fotografier ihn. Ich glaube, ich habe irgendwas fotografiert. Alter. Oh, da ist er. Wo denn, Tino? Da ist er. Ich weiß es nicht. Frizzy! Pass auf, Frizzy. Du gehst raus, ich setz mich hier in die Ecke und ruf ihn und guck mal, ob er ins Geisterbuch schreibt. Ach, Scheiß Kamera! Jetzt flipp ich gleich komplett hier, ey. Okay. Alter, dieses Spiel. Ich bin mal im Traktor. Paul Thompson, bist du hier? Was hast du bis jetzt eingetragen, Marie? EMP Ebene 5? Ja, Ebene 5, Geisterkugel und Temperatur. Dann haben wir doch drei Sachen, drei Beweise. Ja. Schau mal, was es ist. Wer ist es? Achso. Wir müssen alle ins Journal eintragen. Warte mal. Gefriertemperatur, EMF. Phantom. Ein Phantom ist es. Geisterkugeln. Ja? Es ist ein Phantom. Es ist ein Phantom. Ja? So schnell wie möglich da raus und die Kamera mitnehmen. Aber warte mal, Ziel 1 haben wir nicht abgeschlossen. Doch, Entdeckung. Das ist, welchen Geist sich handelt, das müssen wir jetzt im Nachhinein machen. Na, guck mal, habt ihr ein Foto von dem, hat das geklappt? Ja, hat geklappt. Das hat geklappt? Machen Sie ein Foto vom Geist, hat geklappt, ja. Ja. Dino, hast du noch freie Plätze im Inventar? Oh. Nein. Ich leg mal eben die Sachen ab, komm wieder rein, dann holen wir Monis Sachen, damit wir... Das geht nicht mehr, egal ob du die holst oder nicht, die sind weg, Moni ist tot. Ach so, okay. Okay, du musst da irgendwie jetzt rauskommen. Freezy muss die Sachen holen, wir müssen die Kamera mitnehmen. Die Kamera ist da, das ist nur das, was Moni, glaube ich, bei sich hatte. Ja, das war eigentlich nur noch dieses EMF. Ich komm, ich bin unterwegs. Hast du die Tür aufgemacht? Ah, Frizzy! Frizzy, hast du die Tür aufgemacht? Nein, er ist nicht da. Frizzy! Ich bin gerade unterwegs. Frizzy! Martino, ruhig, da ist keiner, ich sehe nix. Die Tür ist aufgegangen und da kam etwas auf mich zu. Da ist nichts. Hier klingelt was. Das Telefon klingelt. Die Tür ist wieder zugegangen. Die Tür ist offen. Das ist der Ausgang. Wo bist du denn? In dem Raum! Ja, wo war das nochmal? Frizzy! Jetzt rechts! Genau, rechts. Tino, ich komme. Ich seh dich. Du sollst jetzt kommen! Ich bin da, hallo. Hol die Kamera. Wo ist die? Da hinten. Da. Genau, geradeaus. Hab sie. Ich nehm das Buch mit. Los. Mach sie mal an die Kamera gleich. Ich möchte mitgucken. Bring sie links. Hier ging die Tür zu. Ah, ah. Ausschlag 10, einer wird gleich sterben. Oh. Komm! Dein Vektor! Tino, wo bist du? Ja. Ihr seid außen. Nur bevor ihr jetzt den Wagen zumacht, müssen wir erstmal hier alles eintragen. Das war ein anderes Erlebnis gerade. Also vergleichen wir bitte jetzt erstmal mit J, bitte. Also Beweis 1 ist die Gefriertemperatur, war das. Beweis 2 war der EMF-Ausschlag. Warte. Ja. So. Beweis 1 war Temperatur. 2 war EMF. EMF und 3 war Geisterkugeln. Geisterkugeln. Und es soll ein Phantom sein. Ja, genau. Passt. Gut, dann habe ich. So, jetzt muss einer bitte zumachen. Ich mach okay, zu. Mach zu, ja. Bitte lass es geschafft haben. $70, Digga! Ja! $70! Der war gut! Oder? Der war mehr als gut. Ja, ich bin Level 2. Ey, Digga, du kannst das in VR spielen, das macht doch keiner. Doch, ich hab schon gehört, dass das welche machen. Wer macht denn das in VR?
eine Arbeitskollegin von mir, die hat's in Feuer gemacht. Hör auf, ey, ganz ehrlich. Die hat das Ding fast weggeschmissen. Das kannst du nicht bringen, Alter. 100 Erfahrungen erhalten, ich bin Level aufgestiegen. Ich auch, ich bin Level 3. Ich bin Level 2. Level 3. Gut, Leute, aber vielen Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall. Lasst das Däumchen da. Schaut gerne in der nächsten Folge rein, schreibt einen netten Kommentar. Das Kreuz hat geholfen. Moni, du brauchst ein Kreuz das nächste Mal. Moni ist tot. Alter, einer geht immer rauf. Ich kann es übel. Einer. Na gut, einer. In diesem Sinne, haut rein. Tschüss.